Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner BARF-Serie. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um die Ernährung von Hunden und Katzen. Ich habe meine drei Vierbeiner auf BARF umgestellt und möchte euch heute so ein bisschen einen allgemeinen Einblick in das Thema BARF geben. Außerdem möchte ich euch Vor- und Nachteile aufzählen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Was ist also BARF? BARF ist ein Akronym und steht im Englischen für die Begriffe Bones and Raw Foods. Im Deutschen wird es meist übersetzt mit biologisch artgerechte Rohfleischfütterung. Man füttert also Rohfleisch, aber nicht nur das, man versucht beim BARFen ein Beutetier nachzustellen und damit eine weitgehend natürliche Ernährung wie zum Beispiel beim Wolf oder der Wildkatze zu erreichen. Was landet beim BARFen im Napf? Den Hauptbestandteil bilden auf jeden Fall tierische Produkte, aber auch pflanzliche. Dabei kommt in den Napf vor allem Muskelfleisch, Innereien, Knochen und Pansen, aber auch Eier, Milchprodukte, Gemüse, Obst und manchmal sogar Kohlenhydrate wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Was jetzt genau bei meinen drei Vierbeinern im Napf landet, das zeige ich euch in einem anderen Video noch einmal separat. Jetzt komme ich zu den Vor- und Nachteilen des BARFens. Die Vor- und Nachteile sollte man beim BARFen auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Es gibt einige wichtige Vorteile, aber auch ein paar Nachteile, die ich euch natürlich alle erzählen werde. Zumindest die Nachteile, die ich als Nachteile empfinde oder auch allgemein als Nachteil gelten. Prinzipiell denke ich aber, dass die Vorteile auf jeden Fall überwiegen, gerade was die Gesundheit der Tiere angeht. Kommen wir zuerst zu den Vorteilen. Ein riesiger Vorteil ist, dass man vor allem weiß, was im Napf der Tiere landet. Wenn man Fertigfutter kauft, dann sind da gefühlt 100 verschiedene Zutaten drin und man weiß eigentlich bei manchen gar nicht richtig, was es ist. Außerdem landen teilweise Sachen im Napf, die der Hund gar nicht braucht. Vor allem viel Getreide, also Weizen zum Beispiel, was kein Hund wirklich braucht. Ich meine, es gibt Kohlenhydrate, die okay sind, wie Kartoffeln, aber normales Getreide gehört einfach nicht in das Futter eines Hundes. Damit überlässt man die Ernährung seiner Tiere nicht einfach nur der Futtermittelindustrie, sondern kann sich darum selber kümmern und auch damit ein bisschen die Gesundheit seiner Tiere in die eigenen Hände nehmen. Da beim BARFen weniger Inhaltsstoffe im Futter enthalten sind, ist diese Art der Ernährung für Allergikerhunde sehr gut geeignet. Man hat die Ernährung in der eigenen Hand und man kann auch ein bisschen besser kontrollieren, worauf ist der Hund eigentlich allergisch. Man kann die Sachen, wo man denkt oder wo man mittlerweile herausgefunden hat, worauf der Hund allergisch ist, einfach weglassen und mehr von dem geben, worauf der Hund nicht allergisch reagiert. Außerdem sind sowieso sehr viele Hunde auf das Getreide, was in vielen Futtersorten enthalten ist, allergisch. Und wenn man kein Getreide füttert, hat der Hund dann natürlich auch keine Allergie. Natürlich gilt das jetzt aber nicht nur für Getreide, denn es gibt auch Fleischsorten, auf die manche Hunde mit Allergie reagieren. Die BARF-Fütterung eignet sich auch sehr gut für Hunde, die eine Krankheit haben, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion. Aber hier sollte man auf jeden Fall den Rat eines Experten aufsuchen, denn man kann hier auch viel falsch machen und den Hund damit auch falsch ernähren. Ein weiterer Vorteil ist, dass das BARF sehr, sehr gut vom Hund verwertbar ist, da es ja eine sehr natürliche Ernährung ist. Das heißt, damit ist der Kotabsatz auch wesentlich geringer. Habe ich übrigens auch schon gemerkt, dass die Häufchen bei meinen Hunden sind wesentlich kleiner geworden, als es vorher war. Das liegt vor allem daran, dass in den meisten Hundefuttersorten doch recht viel Getreide ist und die Hunde das einfach nicht verwerten können. Deswegen sind die Haufen auch manchmal sehr groß. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Akzeptanz, die die Hunde haben. BARF schmeckt fast allen Hunden und daher fressen sie das natürlich auch gerne und sind wenig mäkelig. Das gilt aber nicht für Katzen. Katzen sind beim BARFen oft sehr, sehr mäkelig. Ich habe das Glück, dass Zelda das BARF relativ schnell angenommen hat, eigentlich von Tag 1 an. Das ist aber bei den meisten Katzen eher nicht der Fall. Deswegen muss man da ein bisschen tricksen. Aber es kann auch gut funktionieren, so wie bei Zelda. Und im Endeffekt ist das BARFen dann natürlich die beste Ernährung, die eine Katze bekommen kann. Die rohen Zutaten sind außerdem sehr, sehr nährstoffreich. Im Fertigfutter sind die Nährstoffe manchmal regelrecht totgekocht
und der Hund kann sie damit gar nicht richtig verwerten. Das ist beim Barf anders. Ein weiterer sehr wichtiger Vorteil des Barfens ist, dass die Zahnsteinbildung gemindert wird. Das heißt, dadurch, dass der Hund ja Knochen frisst oder manchmal große Fleischstücken, reibt sich der Zahnstein automatisch ab und die Zahnhygiene des Hundes wird automatisch besser. Außerdem mindert sich auch der Geruch des Hundes, also der normale Körpergeruch, aber natürlich auch der Geruch des Mundes. Maules. Wenn man sich zum Thema Barf nicht alles selbst aneignen möchte, kann man sich auch einen Experten suchen. Es gibt mittlerweile etliche Ernährungsexperten, die sich auf das Barf ausgerichtet haben. Ich werde euch auf jeden Fall im Laufe meiner Serie eine Expertin ans Herz legen, die mit mir zusammen auch einige Videos produzieren wird, damit ihr seht, dass ich mein Wissen quasi nicht einfach nur alles zusammengesucht habe, sondern jemanden an meiner Seite habe, der da wirklich Ahnung davon hat und auch so ein bisschen darauf achtet, dass ich nicht so viel Blödsinn erzähle. Ein weiterer gesundheitlicher Vorteil ist, dass das Immunsystem der Hunde gestärkt wird. Außerdem bekommen sie auch oft besseres Fell. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Auf jeden Fall müsst ihr beim Barfen euch erst einmal sehr gut belesen. Das heißt, ihr müsst schon ein paar Bücher wälzen, im Internet nachforschen oder eben einen Experten fragen, der euch dann berät. Ein riesengroßer Nachteil beim Barfen ist, dass es sehr viel mehr Zeit braucht. Das heißt, ihr müsst vorher einen Barfplan erstellen, ihr müsst überlegen, was ihr einkaufen sollt, ihr müsst die ganzen Mahlzeiten portionieren und zubereiten. Und das ist natürlich sehr viel aufwendiger, als einfach nur eine Dose zu öffnen oder einen Futtersack aufzureißen und das einfach nur in den Napf zu packen. Außerdem gestaltet sich die Fütterung im Urlaub relativ schwierig, da die meisten fertig portionierten Mahlzeiten tiefgefroren sind und man im Urlaub meistens nicht so eine große Gefriertruhe hat. Das Barfen ist jetzt auch nicht unbedingt die appetitlichste Fütterung, denn sowas wie Pansen riecht meistens auch nicht gerade appetitlich. Und so ein Dosenfutter bzw. ein Trockenfutter ist dann vielleicht für die ein oder andere Nase doch etwas angenehmer. Beim Barfen braucht ihr außerdem sehr viel mehr Utensilien. Auf jeden Fall braucht ihr einen Gefrierschrank, da ihr die ganzen Futterportionen wieder einfrieren müsst. Und dann, wenn ihr sie braucht, später wieder auftauen müsst. Also ein einfaches Gefrierfach im Kühlschrank reicht dafür auf keinen Fall aus. Je größer ihr die Gefriertruhe oder Gefrierschrank wählt, desto mehr Platz habt ihr darin und desto mehr könnt ihr auch vorbereiten. Ich habe einen Gefrierwürfel und der reicht gerade so für einen Monat. Außerdem braucht ihr auf jeden Fall einen Mixer oder einen Pürierstab für das Obst und Gemüse, eventuell auch eine Feinwaage und ein paar Behälter, wo ihr die ganzen Portionen für die Tiere einfrieren könnt. Beim Barfen muss man außerdem extrem auf Hygiene achten. Man hantiert hier natürlich sehr viel mit rohem Fleisch und muss sich regelmäßig die Hände waschen und alle Utensilien in der Küche sehr sauber halten. Ich empfehle euch auf jeden Fall auch ein paar Behälter zu wählen und nicht alles einfach nur in irgendwelche Gefrierbeutel zu packen, weil dabei Unmengen an Plastikmüll entstehen und wir müssen ja auch sehr auf unsere Umwelt achten. Mein Fazit dazu. Mir ist die Gesundheit meiner Hunde sehr, sehr wichtig und daher nehme ich auf jeden Fall alle Nachteile, die das Barfen mit sich bringt, in Kauf. Die Ernährung ist für unsere Vierbeiner der wichtigste Grundbaustein für ihre Gesundheit. Deswegen finde ich, sollte man da auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauflegen. Schließlich gehen wir auch nicht jeden Tag zu McDonald's, nur weil es einfach und schnell geht. Warum geben wir dann unseren Hunden jeden Tag Fastfood? Ich finde, da sollte man auf jeden Fall mal darüber nachdenken. Außerdem denke ich, dass jeder ein bisschen darauf achten sollte, was er seinen Hund eigentlich in den Napf schüttet. Vielleicht sollte man mal draufschauen, was ist eigentlich in dem Futter drin? Versteht man überhaupt die ganzen einzelnen Bestandteile? Und ist das überhaupt gesund, was der Hund da bekommt? Da sollte man sich auf jeden Fall ein kleines bisschen informieren. Denn wenn man den Hund was Ordentliches in den Napf gibt, dann bleiben sie auch länger gesund. Und ich denke, am Endeffekt ist uns das auch allen wichtig, dass die Hunde lange leben und auch die Katzen und auch lange gesund bleiben. So, dann hoffe ich, euch hat jetzt das Video gefallen. Ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Es werden auf jeden Fall noch einige sehr informative Videos dazu folgen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonniert den Kanal, um kein Video zu verpassen.
Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ciao! Es ist doch nicht so schwer. Okay, besseres Fell und weniger Körpergeruch, was ich ja eben gerade schon gesagt habe. Gut, dieses Video wird anscheinend sehr viel geschnitten werden, weil es halt sehr viel Text ist und ich das nicht alles auswendig kann. War jetzt nicht so gut, ne?